Vielen Dank, Frank. Und damit nicht nur zurück zu mir, sondern zurück zu Jens. Hallo. Guten Morgen, lieber Marco. Hallo. Guten Morgen. Wie geht es dir? Super. Und selbst? Großartig. Perfekt. Schön, wieder hier zu sein. Fokus. Ich bin ehrlich gesagt also froh, dass du da bist. Es geht natürlich um Kinotipps. Überraschung. Ich bin ein bisschen enttäuscht über dein Outfit, ehrlich gesagt. Also natürlich Mighty Mouse, super T-Shirt. Aber ich hatte eigentlich ein bisschen erwartet, dass du hier im Elvis-Jumpsuit mit goldener Sonnenbrille und Koteletten und Perücke sitzt. Das wäre so cool. Und wenn ich sowas tragen könnte, würde ich es tragen. Es steht mir halt einfach nicht. Man muss da auch mal seine eigenen Defizite anerkennen. Ich bin nicht so der Jumpsuit-Typ. Nicht so. Obwohl diese Las Vegas-Outfits, die waren schon richtig cool, oder? Sonst vielleicht eher das Outfit vom frühen Elvis. So ein bisschen Rockabilly vielleicht. Auch cool. Muss man gucken. In einem grellen Pink. Super. Ja, ja, finde ich großartig. Heute geht es auf jeden Fall, Sie merken schon, um den King, um Elvis Presley und einen neuen Film. Ist das ein Film, der sein Leben darstellt? Ist das ein Biopic, wie man klassischerweise sagen würde? Oder worum geht's? Ganz genau, das ist es. Und zwar wieder im ganz großen Sinne. Also es wird sein gesamtes Leben dargestellt. Es gab in letzter Zeit auch einige Biopics, die das Leben von Künstlern zeigen in ausgewählten Momenten. Also es gab einen Film über Judy Garland, wo nur ihr letztes Lebensjahr gezeigt wurde. Es gab einen Film über Brian Wilson, wo nur die Zeit im Studio für das Smile-Album gezeigt wurde. Aber das ist jetzt wieder der große Bogen, der gespannt wird, wirklich von seiner frühesten Kindheit bis zu seinem Tode. Sehr interessant auf jeden Fall für Fans. Und du hast den Film schon gesehen? Ganz genau. Und wir hier bei Hamburg 1 sind bekannt für unseren knallharten Journalismus. Ja, natürlich. Wir stellen die Fragen, die wehtun. Ja. Und deshalb meine Frage, was ist dein Lieblings-Elvis-Song? Das Lustige ist, liebe Zuschauer, Sie denken jetzt natürlich, Jens ist jetzt investigativer Journalist und stellt diese Frage. Er weiß tatsächlich, was mein Lieblings-Elvis-Song ist. Es ist Suspicious Minds. Großartiger Song, ja. Ich kann mich immer nicht entscheiden. Always on my mind und dann als schnelleres Blue Suede Shoes würde ich tatsächlich als meine Favoriten sagen. Aber der Mann hat ja ein Oeuvre, das ist Wahnsinn. Hors-d'oeuvre. Alle Songs sind großartig eigentlich, finde ich. Genau. Selbst muss sie denn zum Städtele hinaus. Ja, genau. Aber Suspicious Minds ist mein Favorite. Ja, sehr gut. Also ja, und auch der Film wird natürlich in diesem, der Song wird natürlich in diesem Film gefeatured. Und der Film hat einen unfassbar exorbitanten, exaltierten Stil. Also der Film ist vom Regisseur Baz Luhrmann, der seinen ersten großen Auftritt hatte hier mit Strictly Ballroom Anfang der 90er, wo man dann gemerkt hat, okay, da ist ein Mann mit einer sehr eigenen Handschrift, ein sehr kreativer, bunter, bildgewaltiger Regisseur. Das hat er dann verfestigt, diesen Ruf mit Romeo und Julia, damals mit Leonardo DiCaprio, der große Shakespeare-Film. Und der fährt hier alles auf. Also der Film ist so bunt und grell und visuell eindrucksvoll, fantastisch geschnitten. Also es ist ein Fest für die Augen, eine Explosion der Farben. Das ist unfassbar, wie der Film aussieht. Und vielleicht schauen wir einfach erstmal den Trailer Gerne. An und dann erzähle ich dir noch ein kleines bisschen. So machen wir es. So einige sehen wohl mich als den Bösen in dieser Geschichte hier. Wirst du mit einer Bestimmung geboren? Oder kommt sie irgendwann und klopft an deine Tür? Hier ist ein junger Sänger aus Memphis, Tennessee. Bitte einen herzlichen Hayride-Applaus. Mr. Elvis Presley! Lass dir die Haare schneiden, du Schmalzlocke! In diesem Augenblick verwandelte sich dieser schmächtige Junge in einen Superhelden. Er war meine Bestimmung. Ich möchte Ihr Manager sein, Mr. Presley. Sind Sie bereit zu fliegen? Ich bin bereit. Bereit zu fliegen. Morgen wird ganz Amerika über Elvis Presley sprechen. Mr. Presley, wackeln Sie bei den Aufnahmen nicht so rum. Ich muss mich bewegen, wenn ich singe.
Ein paar Leute wollten mich ins Gefängnis stecken wegen der Art, wie ich mich bewege. Ich komme ins Gefängnis, weil ich über die Straße gehe, aber du bist ein berühmter weißer Junge. Deine Art zu singen ist Gott gegeben, also kann daran nichts verkehrt sein. Tragisch, aber das hat nichts mit uns zu tun. Das hat alles mit uns zu tun. Ein Reverend sagte mal zu mir, wenn etwas zu gefährlich ist, um es zu sagen, dann sing. Singt! Ich werde bald 40 und niemand wird sich an mich erinnern. Ich muss wieder der werden, der ich wirklich bin. Und wer bist du, Elvis? Aus der Sache machen, solange ich kann. Es könnte im Nu vorbei sein. Wir sind gleich, wir beide. Zwei ungewöhnliche, einsame Kinder, die nach der Ewigkeit greifen. Die größte Show auf Erden. Soweit der Trailer. Meine Frage war natürlich gleich, wie viele Filme gibt es denn dieser Art, die quasi Elvis Leben verfilmt haben, nochmal Revue passieren haben lassen? Eine Menge anscheinend, ne? Nicht so viele, aber es gibt schon eine Handvoll. Ja. Und tatsächlich, ich glaube, 79 kam schon gleich der erste, 79 oder 80. Damals hat Kurt Russell Elvis Presley gespielt in einem ganz okayen Film, Regie John Carpenter. Entstand 2 Jahre nach dem Tod Elvis Presleys und danach gab es noch eine Handvoll, die dann teilweise auch sehr speziell waren. Die Beziehung zwischen Elvis und Priscilla, da gab es einen Liebesfilm, der leider sehr schlecht war und noch ein paar andere. Aber das ist jetzt tatsächlich so das Sahnehäubchen in der Welt des Elvis Presley Biopics. An diesem Film wird sich lange Zeit alles messen müssen. Okay. Dann man merkt, wie unglaublich viel Liebe da drin steckt. Liebe zum Musiker und zum Menschen Elvis Presley. Also es ist eine reine Huldigung, eine Liebeserklärung an diesen Menschen, dem auch viel Schlechtes widerfahren ist. Und es geht wirklich darum, wie er die Welt der Musik absolut verändert hat, die danach nicht mehr dieselbe war. Und es ist ein überbordendes Spektakel, in dem es einzig und allein darum geht, dass Elvis wirklich der King ist. Okay. Ist es denn alles nachgedreht jetzt im Prinzip oder gibt es ein paar Originalmitschnitte von Konzerten, die da irgendwie reingeschnitten wurden? Nein, es ist tatsächlich alles, alles gedreht. Neu gedreht, ja. Für diesen Film. Der Hauptdarsteller Austin Butler macht das großartig. Er verschwindet wirklich in dieser Rolle und du siehst nur noch Elvis. Das Ganze, ja, dadurch, dass es eben diese Form hat, wir erzählen wirklich alles von seiner Kindheit bis zu seinem Tode, dadurch kommt natürlich auch einiges wieder zu kurz. Mhm. Also seine Zeit in Deutschland wird ganz kurz angerissen, seine Spielfilmkarriere wird in 2 Minuten abgehandelt, was ich sehr schade finde, weil die Elvis-Filme sind nicht wirklich gut, aber ich finde die super unterhaltsam. Ich gucke da hin und wieder nochmal ein. Genau. Und das geht natürlich viel zu schnell. Also jeder Elvis-Fan, der sich dann auch mit der Biografie ein bisschen auskennt, wird garantiert ein Thema haben, wo er sagt, das kam jetzt gar nicht vor oder das kam mir sehr, sehr kurz in diesem Film. Da wird jeder irgendeine Beschwerde haben. Mhm. Aber das ist okay, weil so ein Film kann natürlich nicht alles abliefern. Der geht jetzt fast 3 Stunden. Ich glaube 2:40 aber oder ist trotzdem 2:45. Absolut, du sitzt da gefesselt und willst nicht, dass es aufhört, weil es so schön ist und weil die Musik dich so mitreißt. Cool. Und weil die Geschichte dich auch ein kleines bisschen wütend macht. Ich weiß nicht, wie viel du weißt tatsächlich über die Biografie und sein Verhältnis zu seinem Manager. Denn tatsächlich relativ viel, weil ich schon die Musik viel verfolgt habe. Ja, denn das ist das Hauptaugenmerk in diesem Film. Da gibt es auch noch einen kleinen Kritikpunkt, zu dem komme ich aber später. Die Geschichte wird auch teilweise aus der Perspektive seines Managers, Colonel Tom Parker. Also gespielt von Tom Hanks hier übrigens, ne? Tom Hanks unter sehr viel Make-up. Man muss sich da erstmal dran gewöhnen, aber er macht das natürlich großartig, weil er Tom Hanks ist. Er kann nicht anders als großartig sein. Und
Der war kein guter Mensch, muss man mal so ganz vorsichtig sagen. Also er ist der Antagonist in diesem Film und er zieht da wirklich Elvis in seine Gewalt und unter seinen Einfluss und missbraucht diesen Jungen einfach für seine eigenen Vorteile, um reich zu werden und handelt nicht immer zum Wohle seines Klienten als Manager, möchte ich mal vorsichtig so sagen. Genau, man muss ja auch wirklich sagen, dass natürlich Elvis der King und ein riesengroßer Musiker und ein genialer Künstler, aber auch er wurde natürlich schon damals clever vermarktet. Ne? Also es gab ja viele Leute, die dann ihm zugearbeitet haben, allen voran der Manager, die ihn natürlich auch, sagen wir mal, positioniert haben und wie einen Spielball im Prinzip gesetzt haben. Ne? Ganz genau. Und darum geht es eben auch in diesem Film, dass diese diabolischen Winkelzüge des Managers gezeigt werden, wo es immer nur darum geht, was ist für ihn das Beste und nicht, was ist für Elvis das Beste. Und tatsächlich wurde Elvis später auch tablettenabhängig. Mhm. Das hat seiner Gesundheit extrem geschadet, führte dann auch zu seinem viel zu frühen Ableben. Wie dramatisch werden diese letzten Jahre bis zu seinem Tod dargestellt in dem Film? Sehr intensiv. Es geht ja um die Zeit, die letzten 5 oder 6 Jahre, glaube ich, wo er dieses feste Las Vegas-Engagement hatte, das der Manager ihm eben auch besorgt hat. Und da legt der Film sehr viel Augenmerk drauf. Also das wird sehr ausführlich gezeigt, wie dann auch dieser langsame Verfall, wo Elvis sich von Menschen, die es gut mit ihm meinen, von seinen Freunden ein bisschen distanziert, auf eben durch die Winkelzüge seines Managers und die Trennung von seiner Frau, was ein schwerer Schlag ist, weil er tatsächlich ein liebevoller Vater auch gewesen ist. Und all das wird schon sehr deutlich. Also der Film macht klar, aus Elvis hätte noch sehr viel mehr werden können, wenn nur Kleinigkeiten anders gelaufen wären. Tu uns doch mal den Gefallen, Jens, und zeig den Zuschauern einfach mal deine Notizen auf der Moderationskarte. Die finde ich wieder großartig. Da steht echt viel drauf. Du magst meine Notizen. Was steht da? Warner 3x2. Das ist tatsächlich einfach nur... Zeig mal hier, Andy. Das sind alle Notizen, die Jens sich gemacht hat für die Sendung. Ja. Wow. Damit möchte ich einfach nur nochmal sagen, vielen Dank an Warner Brothers, denn wir haben gleich nochmal 3x2 Kinotickets zu verlosen für diesen Film. Denn natürlich sollen die Zuschauerinnen nicht einfach nur blind auf das hören, was ich sage, sondern sich ein eigenes Bild von diesem Film machen. Ganz schnell noch meine zwei Anmerkungen, ganz kritisch. Am Anfang des Films, so nach 20 Minuten, wir sind in Memphis in den 50er Jahren, macht der Film was ganz Tolles. Da gibt es eine großartige Montage und plötzlich wechselt der Soundtrack, wir sind in den 50er Jahren in Memphis, zu modernem Hip-Hop. Und darauf wird dann auf den Beat geschnitten und du siehst ganz wilde Bilder von Elvis Zeiter in Memphis zu dieser modernen Musik, wo natürlich gezeigt wird, okay, wir ziehen eine direkte Linie, dass Elvis Musik auch heute noch Künstler beeinflusst, dass die auch heute noch relevant und wichtig ist und musikalisch immer noch unglaublich viel, was man da rausziehen kann. Also da wird so ein moderner Bogen gespannt und das war fantastisch. Das hat im ersten Moment wunderst du dich, was höre ich da, weil das nicht passt eigentlich zu den Bildern, aber dann passt es eben doch perfekt, weil es darum ja auch geht bei Elvis, wie modern er war und wie viel Neues er in die Musikwelt gebracht hat. Ganz, ganz toll gemacht. Und dann wird aber im Abspann, wo du richtig aufgepumpt wirst, du hast gerade 3 Stunden lang Elvis erlebt und denkst dir, und dann spielt im Abspann ein ganz mieses Lied, das auch nicht von Elvis ist, wo ich dachte, warum? Das ist so das i-Tüpfelchen auf dem 10-Punkte-Film, dass dieser Abspann-Song dich so runterholt. Hättest vielleicht einen Song von Johnny Cash nehmen können. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist bei der Soundtrack, aber das ist wirklich minimal. Also wenn von einem 3-Stunden-Film nur der Song im Abspann doof ist, damit kann ich leben. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich einen Elvis-Film machen würde, würde ich wahrscheinlich im Abspann einen Song von Elvis spielen. Ja, liegt nah, oder? Das ist eine bahnbrechende Idee. Na, ja, gut. Wahnsinn. Das Zweite ist, wenn man den Film ganz streng dramaturgisch analysieren würde, und man muss nicht jeden Film ganz streng auseinandernehmen, filmwissenschaftlich betrachtet, dann funktioniert dieser Perspektivwechsel, dass einige Szenen des Films aus der Sicht von Elvis erzählt werden und andere aus der Sicht von Tom Parker, funktioniert gar nicht. Das ist tatsächlich ein Perspektivbruch, der den Erzählfluss stört,
der auch unnötig ist. Es wird auch so klar, wie diabolisch Tom Parker da nur auf die Finanzen von Elvis geguckt hat und wie schlecht sein Einfluss war. Das wird alles klar, auch ohne, dass man die Geschichte jetzt wirklich komplett aus seiner Perspektive erzählt hätte, weil dafür erfährt man dann wieder zu wenig. Also es wird so angedeutet, er hat Geheimnisse, niemand weiß, woher er kommt, er hat vielleicht gar keinen Pass, deshalb darf er nicht Amerika verlassen, seine Vergangenheit ist unklar. Das wird so angedeutet, aber dann auch wieder nichts Richtiges draus gemacht. Also das ist der einzige winzige Kritikpunkt, den ich habe, aber das spielt alles keine Rolle, weil der Film so toll ist und so viel Leidenschaft und Energie geladen. Also unbedingt angucken, Elvis jetzt im Kino. So heißt auch der Film, Elvis jetzt im Kino. Jetzt im Kino, das ist der deutsche Untertitel. Genau. Sie können Tickets gewinnen für Elvis, jetzt im Kino, indem Sie bei Facebook kommentieren. Und zwar, was ist Ihr Lieblings-Elvis-Song? Ich finde, es gibt heute das keine bessere Frage. Würde ich sagen, genau. Kommentieren Sie und wenn Sie keinen Elvis-Song kennen, dann googeln Sie schnell. Dann, wir werden es aber relativ schnell merken wahrscheinlich, wenn da 10-mal nacheinander Jailhouse Rock steht. Ja. Aber wir drücken auf jeden Fall die Daumen, wünschen viel Erfolg und viel Glück. Jens, darf ich dir noch ein frittiertes Erdnussbutter-Bananen-Sandwich jetzt anbieten? Vielleicht? Ja, unbedingt. Super. Denn dann würde ich sagen, wir geben jetzt ganz kurz ab in die Werbung. Dann heißt es bei uns hier gleich, Jens has left the building. Und dann geht's hier gleich weiter im Frühcafé. Dranbleiben, bis gleich.